5. September 2023, 20 Jahre KOI, also 20 Jahre Kompetenzzentrum Jugend Werdenberg, ist gefeiert worden. Und unter den zahlreichen Gästen auch der Alex Kummer, Chef vom Amt für Volksschule. Ich bin selber einmal in der Schule Bubs Rektor gewesen, von 2009 bis 2015 und habe natürlich den Aufbau im KOI, vor allem in der Verstärkung der schulischen Sozialarbeit, sehr aktiv miterlebt und gestaltet. Und als ich die Einladung bekommen habe für das Jubiläum, da war für mich klar, dass ich, wenn es terminlich irgendwie geht, vorbeikomme und auch ein bisschen mitfeiere. Bringt sicher auch der Schule etwas, oder so? Auf jeden Fall. Die schulische Sozialarbeit ist heute nicht mehr wegzudenken im Schulbetrieb. Da ist so eine wichtige Begleitung und Unterstützung für die Lehrpersonen, für die Kinder, für die Familien. Also von dem her ist ganz klar, die schulische Sozialarbeit gehört heute als fixer Bestandteil zu der Volksschule. Jugendarbeit ist eine regionale Aufgabe, die sehr wichtig ist. Mit der Schulsozialarbeit machen wir einen guten und sehr einen wichtigen Beitrag für die Schulsozialarbeit. Wir haben Leute, die vor Ort sind, niederschwellige, aufsuchende Arbeit machen. Das bringt uns sehr, sehr viel. Und die Projekte, die wir hier sehen, was sie alles machen, das ist sehr, sehr, sehr toll. Und das brauchen wir hier in der Region und müssen die Jugend und Kinder stärken. Eine Unterstützung also für Schule, für Familie, auch für Zukunft. Für dich auch als Kantonsrätin etwas, was wichtig ist? Absolut. Das Herzstück von meiner Kampagne sind Kinder und Jugendliche, die wir gesund behalten, fit machen für die Zukunft. Und die Jugendarbeit bietet da eine gute Leistung an. Seit Katrin Schultes, Nationalratskandidatin, Kantonsrätin, mit dabei der Peter Sutter, quasi ein Gründervater ehemals, Lehrer und Gemeinderat. Ja, das weckt Erinnerungen an die Zeit, wo das alles angefangen hat. Ich war damals mal im Gemeinderat gewesen, also bevor es gekommen hat. Und habe mich dann eigentlich für offene Jugendarbeit eingesetzt. Ich war Präsident von der Jugendkommission. Aber wir haben dann zuerst, ist das recht eine herzige Geschichte gewesen. Also, wir haben dann Jugendleitbilder erarbeitet. Das ist dann aber leider abgelehnt worden in einer Volksabstimmung mit 52% Nein. Und dann haben wir nochmal von vorne müssen anfangen. Und hat dann aber doch sich entschieden, also der Gemeinderat, dass man einen Jugendarbeiter anstellt zu 60%. Und das war dann der Markus Büchel gewesen. Und mit dem hat dann das Ganze dann angefangen. Ich kann mich erinnern, gell? Und damals haben die Jugendlichen sich ja eingesetzt für einen Kulturkaffee. Der hat ja ganz wenig gekostet. Ja, und ein Haufen sind dann sehr, sehr frustriert gewesen, Genau, sich eingesetzt haben. Genau. Ja. Du hast aber irgendwie nie aufgegeben, gell? Trotz allem nicht. Nein, ich habe dann vor allem nach der Abstimmung, oder, wo dann die Ablehnung war, war ein rechter Frust im Moment. Aber ich habe dann einfach gedacht, das kann es nicht sein. Also Buchs braucht so etwas, braucht offene Jugendarbeit. Und dann hat man wie einfach nochmal, oder habe ich dann im Prinzip nochmal einen Anstoß gegeben, oder? Und dann im zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Inzwischen bist du Grossvater, du hast ja mal auch Kinder hüten, gell? Wenn deine Schwiegertochter in die Schule geht. Genau. Hat sich das ein bisschen verändert? Weißt du, Jugendarbeit, ist es noch wichtiger geworden heute? Oder wie also für das? Mich ist das natürlich nach wie vor etwas sehr Wichtiges, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das kann man sich heute nicht mehr wegdenken. Das ist heute etabliert, das ist institutionalisiert, das gehört einfach dazu. Und ich denke, für viele Kinder und Jugendliche ist das etwas sehr Wertvolles, dass sie einfach die Möglichkeit auch haben, neben der Schule, auch gerade wenn es Probleme gibt, teilweise auch in der Schule, dass sie da Ansprechpersonen haben, Leute haben, die sich um sie kümmern, auch Angebote für die Freizeitgestaltung und so weiter. Das finde ich sehr wertvoll. Ja, Karin, du bist eine Schulsozialarbeiterin der ersten Stunde. Du hast ja so ein bisschen alle Stufen gehabt, vor allem Oberstufe, aber noch eine andere. Wie wichtig ist Schulsozialarbeit heute? Ja, ich denke, Schulsozialarbeit ist sehr wichtig für die Schüler vor allem, aber auch für die Eltern. Man ist Ansprechperson, die Lehrpersonen können kommen, wenn irgendetwas nicht gut läuft. Und am Anfang war ich Jugendarbeiterin und konnte dann nachher in die Schulsozialarbeit wechseln und bin jetzt seit 13 Jahren in Seewalen an der Oberstufe. Jetzt heisst es immer, die Erziehung sei eher ein bisschen schlechter oder die Eltern haben weniger Zeit und so. Merkst du das? Gibt es einen Wandel, dass du auch mehr musst für Jugendliche da sein, auch Eltern unterstützen?
Ja, also es hat sich schon ein bisschen verändert. Wir haben viele Anfragen auch von Eltern, die gerne Unterstützung haben, auch in der Erziehung der Kinder und die Fragen haben, weil die Gesellschaft hat sich gewandelt, es hat ganz einen Haufen andere Themen, die gekommen sind. Und da braucht man manchmal einfach eine Unterstützung und das ist gut, dass es uns auch gibt. Ernst, als ehemaliger Gemeindepräsident, was bedeutet dir die Jugendarbeit? Ich freue mich natürlich auf das 20-Jahre-Jubiläum von dem KOI, weil bei uns, vor allem im Buchs, in den 90er Jahren, Anfangs 90er Jahren, schon relativ viel Jugendarbeit gemacht worden ist. Und nachher haben wir fertig gebracht, dass die Regionalplanung und die anderen Gemeinden mit einbezogen haben. Und heute ist doch nicht mehr wegzudenken, dass vom Sennwald bis ins Wartau tatsächlich Jugendarbeit in verschiedenster Form, auch Schulsozialarbeit, betrieben wird. Das ist natürlich in einer Vorlaufzeit von 10 Jahren vorher schon in die Hand genommen worden. Wirklich Gemeinschaftsarbeit von den Werdenberger Gemeinden, das ist nicht immer gut gegangen, aber das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk. Aber kannst du dir erinnern, beim Cube sind wir einmal dort gehockt, haben uns alle Gemeindepräsidenten im Stich genommen, wir haben selber eine Diskussion gemacht, nicht du und ich, aber mit der Jugendarbeit ist es geraten, die Zusammenarbeit, gell? Ja, weil sie überzeugend war, weil man in den Schulen gemerkt hat, wir brauchen Fachkräfte, auch für dort um einzelne Fälle können tatsächlich in den Griff zu kriegen. Und nachher hat man auch gemerkt, dass auch in der Gemeinde die Jugendarbeit einfach wertvolle Resultate erzielt. Und das sind ja unsere Leute, die jetzt schon bereits im Erwachsenenleben Familienväter und Mütter sind. Also ich meine, es hat sich gelohnt. Hat sich das entwickelt, dass auf einmal Jugendarbeit gebraucht hat? Du bist ja Lehrer, hast Mittelstufe, 5. 6. Klasse, hast sicher vieles auch selber gemacht. Also, aber das hat sich irgendwie entwickelt, dass man das wirklich braucht, auch eine externe Hilfe. Nicht mehr die Schule kann alles machen, nicht mehr das Elternhaus kann alles machen. Ja, ich meine schon, wir haben heute eine andere Gesellschaft als noch vor 30, 40 Jahren. Da sind einfach noch andere Gegebenheiten noch in der Familie gewesen. Aber heute ist doch das anders. Wir sehen einfach Schwierigkeiten, die Familien nicht mehr auffangen können, die nachher muss irgendwo in der Gesellschaft, sprich Öffentlichkeit, natürlich dann erledigt werden. Ich lasse mir natürlich nicht entgehen, noch die Chance zu nutzen und auch noch ein paar Worte an euch zu richten. Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Vorstandsmitglieder und Delegierte, geschätzte ehemalige Mitarbeitende, geschätzte Kooperationspartner und liebe Mitarbeitende. Ich fühle mich heute sehr geehrt, hier dürfen zu stehen und über die bemerkenswerten Leistungen und den Einfluss vom Kompetenzzentrum Jugend von der Sozialen Dienst Werdenberg von den letzten 2 Jahrzehnten zu reden. Der Kusi Meier, seit kurzem Leiter vom KOI Werdenberg. Ja, das KOI, das ist wirklich eine Erfolgsstory, eine regionale Erfolgsstory. Vor 20 Jahren hat es angefangen, damals mit dem Markus Büchel. Er war Leiter für Inderer, hier gesehen dann im Bild. Aber die Bekanntschaften, die sich hier wieder natürlich erfrischt haben, mit ehemaligen Mitarbeiterinnen, mit jetzigen Mitarbeitern, das regionale Zusammenwirken, das ist Jugendarbeit pur. Eben zusammen an einem Strick ziehen.